Waffe ist schon mal gut. Schätze sind auch immer gut. Ja, verschlossen. War ja klar. Auch wenn ich glaube, du könntest dich da durchquetschen. Tür. Das ist Karma. Geschafft. Sag doch nicht sowas. Ach du Scheiße, tut das weh. Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch. Suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Frauen sind unser Unglück, ich sag's immer wieder. Also. So, wach auf, junger Mann. Und du solltest zu einem Arzt. Und zwar dringend. Wir sollten zu einem Arzt. Huh? Ah, okay.
Punkt. Ja, hier vielleicht irgendwie. Nein, können wir nicht. Nein, müssen wir doch spinnen. Mein Herz klappt das. Ach man. Junge. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswärter. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Wie in alten Zeiten, oder? Ja,
Wann waren die noch gleich? Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Los geht's. Danke. Fast da. Bist du bereit? Ohne Fleiß kein Preis. Auf geht's. Alles klar. Greif mal die Leiter da oben. Ja. Hab sie dir runtergeworfen. Oh, was ein Wetter draußen, ne? Was ein Wetterchen. Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Ja, vielleicht finde ich das. Oh, das ist auch schwer. Gut. Das mit dem Hüpfen ist mir noch nicht ganz geheuer, muss ich sagen. So, wo muss ich denn hin? Junge Leute. Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Alles gar nicht so schlecht aus.